Bereit? Bereit. Hi, wir haben uns heute Zeit genommen und wir zeigen dir jetzt in den nächsten Minuten die vielleicht beste Coverlock am Markt. Hi, ich bin der Felix vom Nähmaschinen aus Schaschow und ich habe euch heute mal jemand Besonderen mitgebracht, meine Mama. Und Conny, du darfst uns heute mal so ein bisschen was zu deiner persönlichen Lieblingsmaschine erzählen, wenn ich das so sagen darf, zur Babylock Gloria. Und glaub mir, es gibt niemand Besseren, der euch jetzt heute da einfach mal so ein bisschen abholen kann, mal sagen kann, wo eigentlich die Vorteile liegen, vielleicht auch irgendwo das ein oder andere charmante Detail dazu erwähnen kann. Und ich bin richtig gespannt, was du uns jetzt in nächster Zeit zeigst. Felix, freut mich. Und ja, es ist wirklich meine Lieblingsmaschine, das stimmt. Ich nähe einfach gerne auf ihr, weil sie für mich im Grunde genommen alles in einer Maschine bietet, was man sich so wünschen kann. Vor allem, wenn man Jersey-Ware verarbeitet, aber auch, wenn du irgendwelche ganz dünnen Stoffe verarbeitest, die vielleicht sonst mit der Nähmaschine ausfransen würden. Leinenstoffe, die natürlich extrem sind, was das Ausfransen betrifft. Also eigentlich alles das macht sozusagen unsere Gloria perfekt. Was macht sie aus? Also wenn du sagst, was man sich so wünschen kann, was wünschen wir uns? Was man sich so wünschen kann. Also als erstes wünsche ich mir, und das ist eigentlich auch immer etwas, was ich von meinen Kundinnen höre, wenn sie sich für eine Overlock interessieren, dass die Maschine ganz leicht zu bedienen sein muss. Diejenigen, die schon eine Overlock besitzen, und das ist ja toll, ein Zweitgerät sozusagen zur Nähmaschine dazu zu haben, nämlich eine Maschine, die das erfüllt, was die Nähmaschine vielleicht nicht so gut kann. Genau das ist eigentlich oft der Knackpunkt, dass diese Maschinen, wenn man denkt, ach, ich kaufe jetzt mal eine Overlock und ich probiere es mit irgendeiner ganz einfachen, so manchmal der Anfang vom Ende sind. Das Thema hatten wir schon öfter, einfach und einfach. Einfach und einfach, ganz genau. Und das geht schon ganz banal los mit dem Einfädeln. Und ich meine, ohne eingefädelt zu sein, nähst du nicht. Ja. Das ist das eine. Und das Zweite, und das hören wir bei uns auch in unseren Schulungen, in unseren Kursen immer wieder, ist natürlich auch das Thema Fadenspannung. Bei der Nähmaschine hast du eine Fadenspannung, wunderbar, da kommst du schon vielleicht irgendwie zurecht. Wobei es natürlich auch sehr schön ist. Auch da haben schon viele ihre Probleme, wir kennen sie aus der Werkstatt. Genau, wenn auch die vielleicht von selber arbeitet und dir das erledigt, was sie soll. Aber bei der Overlock hast du ja nun mindestens 4 Fadenspannungen, 3 Fadenspannungen, die du bedienen musst. Und das ist etwas, was viele vielleicht zur Verzweiflung bringt. Vor allem, wenn sie nicht nur eine einfache 4-Faden-Naht machen will, sondern wenn man vielleicht einfach mal umstellen will. Du willst vielleicht mal eine 3-Faden-Naht machen. Du willst vielleicht mal eine Flatlock-Naht machen. Du willst vielleicht einen Rollsaum machen. So, und dann musst du aber wiederfinden, wie du deine ganz normale vierfädige Naht nähen willst. Aber du weißt schon, du hast jetzt Erwartungen geweckt. Ich erwarte mir jetzt, dass du mir diese ganzen Nähte mal zeigst. Die machen wir jetzt. Und dass du mir vor allem bitte jetzt auch gleich mal das Lufteinfädeln zeigst. Das zeige ich dir auch gleich. Und du weißt ja, du hast ja dein eigenes T-Shirt auch schon mal genäht. Ja, stimmt. Hast, glaube ich, auch auf der Gloria gearbeitet. Ja. Bei der Gertrud oben. Und ich denke mir, mit Unterstützung natürlich, aber es ist gut geworden. Es hat auf Anhieb von der Naht geklappt. Es ist immer überraschend, wie einfach sowas dann funktioniert. Wenn man aber natürlich jemand an der Hand hat, das muss man schon auch zugeben, der einem da ein bisschen hilft und der hat die richtigen Kenntnisse hat. Aber das ist ja nichts anderes, wie wenn du jemanden anlernst oder ähnliches. Du gibst ja quasi mit an die Hand, schau mal, so und so findest du dich zurecht. Das ist ja genau das, was wir auch für jeden unserer Kundinnen und Kunden machen. Richtig. Und natürlich auch das Werkzeug, mit dem du arbeitest, soll einfach leicht funktionieren. Und das machen wir jetzt gleich mal. Es geht nämlich wirklich los mit dem Einfädeln. Und ihr kennt vielleicht Overlocks oder du kennst vielleicht Overlocks auch in der Werkstatt. Die sehen innen drin anders aus, wie das, was wir jetzt hier sehen. Die haben ganz viele Einfädelwege, ganz viele Häkchen und da muss ein bestimmtes System einfach eingehalten werden. Wenn du das nicht einhältst beim Einfädeln, wird meistens die erste Naht nach kurzen Stichen beendet, weil der Faden gerissen ist. Und genau das hat Babylock perfekt gelöst mit der Lufteinfädelung. Tatsächlich ja auch in den Markt gebracht. Also man muss ja sagen, rein von den Fakten her hat Babylock ja nicht nur die Overlock in den Markt gebracht, das habe ich ja schon mehrfach auch in den Videos mal erzählt, sondern Babylock hat ja auch als erster diese Lufteinfädelung gehabt. Früher noch mit einem Blasebalg, mittlerweile jetzt hier elektronisch, damit alle Kanäle gleichzeitig bedient werden. Aber ist natürlich schon toll. Ist natürlich super. Und das ist auch etwas, was wirklich ausgereift ist, wo man sagen kann, da muss man keine Angst davor haben, dass das nicht funktioniert. Das ist das Original. Ganz genau. So, und dann fangen wir einfach mal an, bevor wir hier lange reden. Die Einfädelung bei Babylock funktioniert also mit der Lufteinfädelung. Wie geht das?
Ganz einfach, wir schalten hier um von Nähen auf Welche Naht Fäden. Machen wir? Wir machen jetzt eine ganz einfache vierfädige Overlock-Naht, okay. mit der zum Beispiel auch dein T-Shirt zusammengenäht ist. Mhm. Also alles, was heute zusammengenäht ist, ist eigentlich vierfädig zusammengenäht. Okay. Und die machen wir jetzt gleich mal. Das ist auch die wichtigste Naht, die man überhaupt mhm. braucht. Und wenn ich auf das Einfädeln gehe, fangen wir hier nochmal an. Du hast mich jetzt rausgebracht. schalten wir um von Nähen, also Searching, natürlich mhm. Weltsprache, Englisch einfach hier drauf, auf Einfädeln. Der ja. Hebel wird umgelegt. Wir drehen einmal am Handrad, bis man ein Klicken hört. Mhm. Und dann sind die Gänge, durch die der Faden geführt wird, mhm. also keine Häkchen oder Ösen oder sonst was, sondern Gänge, durch die der Faden geführt wird, geschlossen. Also wie ein kleiner Tunneleingang und oben beim Greifer, in mhm. dem Fall beim Obergreifer und beim Untergreifer, jede Overlock hat zwei Greifer, ja. kommt der Faden wieder raus. Ja. Und der kann auch nicht falsch irgendwo rauskommen. Das heißt, du kannst nicht aus Versehen jetzt irgendwo falsch einfädeln, sondern das funktioniert immer. Also den Faden in die Fadenspannung einlegen, den Faden in den Tunneleingang stecken, so ein Zentimeter, zwei, dass er halt richtig drin ist, auf die elektrische Pumpe gehen und schon kommt er aus dem Untergreifer raus. Schön. Und jetzt darf man auch ganz faul den Faden hier mal oben drüber legen. Ah, zu mir hieß es immer, ich muss den... Ja, das musst du bei vielen Maschinen, bei Babylock nicht. Ich habe euch jetzt hier noch einen anderen Faden mhm. mitgebracht, ein bisschen was Besonderes, weil vier normale Overlock-Fäden kann jeder einfädeln. Aber wenn, dann wollen wir ja vielleicht ein bisschen was Besonderes machen. Ich weiß, du bist ja auch jemand, der eigentlich gerne mit Farben arbeitet, mit unterschiedlichen Garnen arbeitet. Wenn du gerade auch deine eigenen T-Shirts und solche Dinge nähst, ist ja schon toll. Aber das ist ja auch das Interessante. Und das ist auch so ein Knackpunkt. Fädelt man andere Qualitäten von Faden ein. Das ist jetzt zum Beispiel steht von drauf, oder? Madeira, der Decora-Faden, Stärke 12. Also ist extrem dick. Ein bisschen ein dickerer Faden, mhm. eigentlich auch ein Stickfaden. Aber den nehme ich manchmal ganz gern eben auch, um bestimmte Nähte zu betonen. Mhm. Man kann aber auch super gut zum Beispiel Bauschgarn hernehmen. Hast du bestimmt auch gern schon verwendet, probiert. Ja. Ist ein Garn, das sehr weich ist, auch gerade für Babysachen, unheimlich weich in der Naht, aber hat natürlich so ein Eigenleben. Mhm. Will vielleicht eine andere Fadenspannung haben. Und genau das macht mir meine Babylock von selber. Brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Mit dem ATD. Mit dem ATD, mit dem Fadenzufuhrsystem, genau. mit dem automatischen. Das hatten wir doch bei unserer Desire schon. Mit einem Fadengebersystem, ja. das im Grunde genommen selber das Ganze einstellt. So, wir fädeln jetzt den nächsten Faden ein. Hier steht, sieht man vielleicht, ein U und ein L. Das steht für den Upper Looper, also der mhm. obere Greifer. Und das hier, das L, steht für den Lower Looper, also der untere Greifer. Mhm. Alles, was grün ist, hier gekennzeichnet grün, ich hoffe, man sieht es, sind die Overlock-Einfädelwege. Mhm. Wir haben aber noch einen Weg, da steht ein C in Gold. Mhm. Das ist dann für Cover. Und da kommen wir im weiteren Verlauf. Da kommen wir dann noch dazu, weil wir haben ja eine Maschine vor uns, die nicht nur Overlock-Nähte kann, sondern auch die Covernähte machen kann, also eine Kombimaschine. Warum möchte ich das? Warum möchte ich das? Weil ich eigentlich zwei Maschinen in einer auf einem Platz stehen habe. Aber man sagt auch ganz häufig, das hat dann so Probleme, aber da können wir auch später drauf eingehen. Aber es würde mich dann schon, ich würde da gerne nochmal mit dir drüber reden. Ich würde sagen, mhm. das hat vielleicht früher mal Probleme gehabt in den Anfangszeiten, mhm. weil es sehr, sehr umständlich war mit der Umfädelei. Man musste die ganze Maschine irgendwo umbauen. Du musstest die ganzen Spannungen anders einstellen. Mhm. Das ist heute bei Babylock kinderleicht. Machen wir das nachher gleich. So, wir fädeln jetzt den Upper Looper ein. Und wenn der nicht gleich so durchläuft, einfach nochmal durchgehen. Ganz wichtig, den Faden wirklich so einlegen, dass er richtig erfasst werden kann. Was da tatsächlich ganz entscheidend ist, immer so ein bisschen aus der Werkstattsicht mal. Und schon ist er da. Ihr seht, wie einfach das gehen kann, aber es liegt natürlich an euch. Ihr müsst gucken, dass die Spitze von dem Faden auch schön in den Kanälen ist, damit die einfach richtig angesaugt werden können. Und was wir häufig erleben oder was wir auch schon gehört haben dann, dass manchmal die Spitzen, klar, man kennt das früher, man hat die Finger angeleckt, dann nochmal schön übers Garn drüber. Vermeintlich darf man das auch machen, ist alles okay. Es gibt bessere Lösungen, aber das ist nicht das Schlimmste. Wir haben auch schon gehört, es wird dann teilweise Haarspray verwendet oder Nagellack oder was haben wir letztens? Es gibt also ganz verrückte Dinge, die tatsächlich mit den Fadenanfängen aber gemacht werden. Gerade bei diesen Edelstahlröhrchen solltest du nicht richtig, die Spitze darauf wollte ich hinaus. Also man muss einfach vorsichtig sein.
Nehmt einen ordentlichen Faden, zur Not schneidet ihn einmal kurz einfach mit der Schere sauber ab und dann reicht's auch. Mehr ist das, braucht es nicht. Richtig. Und wenn man ein extrem dickes Garn hat, aber das kannst du uns bestimmt später auch noch erzählen, hast du mir schon mal erzählt, dann gibt es noch diese Fadenwiege. Ah, die Fadenwiege, genau. Fadenwiege. Dann kann man den zur Not auch noch durchholen. Also dann geht das auch sehr, sehr einfach. So, jetzt haben wir aber bisher ja erst nur den Ober- und den Untergreifer eingefädelt. Aber die Hälfte der Miete schon mal. Ja, aber jetzt wird es ja vielleicht manchmal schwierig, weil es nähen ja nicht nur junge Menschen, sondern vielleicht auch welche, die sich manchmal schwer tun beim Nadeleinfädeln. Und auch die Jungen können faul sein. Und das Nadeleinfädeln geht auch bei meiner Gloria her mit einem Luftsystem. Und das ist eine wirkliche Besonderheit oder richtig eine Besonderheit, weil ich glaube nicht, dass ein anderer Hersteller... Ja, die haben ein Patent drauf. ...das bisher so... Das Revolution Air Threading hat ja wirklich, das ist ein komplettes Patent. Das kann momentan noch niemand machen. Nichts anderes wie die Lufteinfädelung für die Greifer, die es ja über ein Jahrzehnt nur bei Babylock gab und jetzt mittlerweile mehr Hersteller anbieten können. Allerdings, man erkennt halt schon die Unterschiede zum Original, das muss man einfach sagen. Hier haben wir jetzt aber wieder was komplett Neues, sehr Besonderes eigentlich. Genau. Ich habe jetzt in dem Moment gerade mal meinen Einfädler nach unten gezogen. Ihr habt es vielleicht gesehen, der ist normalerweise hier oben mit diesem kleinen Hebelchen. Der wird nach unten gezogen. Ich habe jetzt meine rechte Nadel, die ich einfädeln will, halte den Faden ganz einfach nur so ein bisschen vor die Nadel hin, bin hier vorne auf den Overlock-Nadeln, weil wir wollen ja nachher vielleicht auch noch Cover einfädeln, und habe hier eine eigene Pumpe. Also wir haben ja vorhin gesehen, das ist die Pumpe für die unteren, Obergreifer, Untergreifer, und das ist die Pumpe für die oberen Fäden. Und dann zieht sie mir mit einem kurzen Druck den Faden durch die Nadel und ich kann ihn hinten abnehmen. Und das, geht schnell. Ist für viele wirklich eine Wahnsinnserleichterung. Wir nehmen noch die linke Nadel, den linken Nadelfaden. Das ist ähnlich wie bei jeder Nähmaschine. Den Einfädler wieder nach unten holen. Vielleicht auch wirklich der Maschine etwas erleichtern, die ganze Sache, indem man natürlich den Faden, so wie du es gesagt hast, ganz kurz anschneidet. Und schon ist er eingefädelt. Da habe ich noch eine Ergänzung zu der Lufteinfädelung, was sehr, sehr wichtig ist zu wissen. Ihr könnt diese Lufteinfädelung in drei unterschiedlichen Modi einstellen lassen. Also wenn euch sowas mal interessiert oder ihr sagt, ich weiß noch gar nicht, wie das geht, dann schreibt das mal in die Kommentare unbedingt. Dann können wir da auch gerne drauf eingehen, beziehungsweise machen euch gerne mal ein Video dazu vielleicht, wie man die Lufteinfädelung einstellt. Also nur, weil mir das gerade noch einfällt, aber schreibt es in die Kommentare, wenn euch das interessiert, weil es gibt die Möglichkeit, diese Luftansaugung dauerhaft laufen zu lassen, also von Druckpunkt bis zu Druckpunkt wieder. Dann gibt es die Möglichkeit, das einen gewissen Zeitintervall lang laufen zu lassen. Und eben, wenn ihr mit dem Finger drauf drückt. Und wenn du wieder drauf drückst, ist es wieder aus. Genau, da hat jede... Das ist eigentlich so die Ersteinstellung. Okay. Also, wenn du sie bekommst, wenn du sie auspackst und du hast den Einfädler in Benutzung und du drückst hier drauf auf diese kleine Pumpe, dann pumpst sie so lang, bis du wieder drauf drückst. Ja, aber vielleicht möchte ich es ja gerne anders haben. Und dann, also wenn es euch interessiert, dann zeigen wir euch das gerne mal, wie das auch funktioniert. Genau. So, jetzt sind wir eigentlich schon mit viel Gerede endlich mal eingefädelt. Also normalerweise geht das sehr schnell. Und bevor ich jetzt hier meine Fäden auf den Tisch werfe, ich habe natürlich einen schönen Abfallbehälter. Man kennt ja bei den Overlockern die Abfallbehälter, die an die Maschine geklipst werden. Ist auch eine Lösung. Ich muss sagen, bei meiner Gloria, ich liebe es, dass der nicht da dran hängt. Weil ich kenne mich, ich würde ihn abnehmen und dann liegt er immer daneben. Und dann fallen meine Schnipsel auf den Boden. Durch den Trim Bin, so heißt der bei Babylock, der unter der Maschine liegt, habe ich eigentlich jederzeit zugänglich hier die Möglichkeit, in die Maschine reinschauen zu können, andere Fäden einfädeln und so weiter und so fort. Und den einfach ausleeren, das ist ein 3-Liter Gefrierbeutelchen, und vielleicht wieder ersetzen, wobei es kommt. Du kannst ihn ja immer wieder verwenden. Also, Geschichte rein. Das ist ja total praktisch. Genau. Würde ich nie wegschmeißen. Was auch schön ist, man kann nicht aus Versehen starten, wenn wir noch im Einfädelmodus sind. Also wenn die Gänge geschlossen sind zur Lufteinfädelung, kannst du die Klappe nicht zumachen, sondern erst, wenn sie quasi wieder bereit ist zum Nähen. Auch da aus der Werkstatt mal noch eine Ergänzung. Wir haben das ab und an, dass dann gefragt wird, oh, meine Maschine, die will gar nicht nähen, also die macht nichts. Dann liegt das ganz einfach daran, dass entweder hier noch offen ist, weil auch hier sitzt ein Mikroschalter dahinter, oder eben linke Hand der Deckel noch offen ist. Ihr müsst natürlich alles schließen. Das ist ja auch rein sicherheitstechnisch einfach wichtig. Und nur dann arbeitet eure Maschine auch. Also da immer mal drauf achten. Und Conny, ich würde sagen,
Am Ende des Videos überlegen wir uns noch was. Wir haben noch schon mal drüber gesprochen. Wir machen euch noch ein besonderes Geschenk. Wenn ihr das Video bis zum Ende schaut, dann schenken wir euch zur Gloria noch eine Sache dazu. Ah, okay, da bist du zuständig. Dann bin dann ich zuständig. Das machen wir. Ich überlege mir was. Okay, also wir haben vierfädig eingefädelt. Wir fangen einfach mal mit ein paar Stoffarten an. Und ich glaube, da sieht man schon, wie schön sie arbeitet. Weil egal, ob du einen Baumwollstoff drunter steckst, ob du ein Bündchen annähst, ob du einen Organza-Stoff nähst, ob du einen Fließstoff nähst oder was Dickeres, sie macht automatisch die richtige Fadenspannung. Also du hast eine Fadenspannung, wo wirklich der Kantenfaden auf der Kante sitzt und nicht einmal nach vorne schwenkt oder einmal nach hinten schwenkt. So, das machen wir aber. Bevor wir anfangen, und das finde ich ist auch ein ganz ein tolles Merkmal an der Gloria, sie hat einen Kniehebel. Wir haben ja nicht nur Baumwollstoffe, sondern wir haben vielleicht auch glitschige Organza-Stoffe. Wir haben einen Viskose-Jersey, der nicht immer so da liegen bleibt, wo wir ihn hinlegen. Ja, und vor allem, wenn wir Kleidung nähen, ist es ja groß. Also genau. Also für alles, wo du deine Hände brauchst, ist es natürlich super, wenn eine Maschine einen Kniehebel hat. Und gerade eben bei vielen Sachen, die wir im Jersey-Bereich nehmen. Also mit dem Kniehebel das Füßchen absenken und wir können wirklich bedenkenlos hier mit dem Vierfadenstich anfangen. Ich muss nicht meine Fäden vorher mühsam unter das Nähfüßchen stecken, sondern sie beginnt so. Ich nähe jetzt einfach mal meinen Baumwollstoff durch. Ich lege euch oder ich lege dir jetzt mal einen zarten Organza-Stoff mit unten drunter. Vielleicht müsste ich jetzt schon wieder gucken, wie stimmt denn meine Spannung, wie ist der Kantenfaden, zieht es mir vielleicht meinen Stoff zusammen? Muss ich überhaupt nicht. Ich nähe einfach und brauche mir keine Gedanken machen, ob der Stich schön wird. Er wird schön. Habe ich nach meinem dünnen Organza-Stoff vielleicht einen dicken Fließstoff? Sieht das natürlich schon wieder oder kann das schon wieder ganz anders aussehen? Selbst da, legen wir mal die Kante schön hin, selbst da habe ich sofort wieder einen automatisch richtig gestalteten Stich um die Kante. Ich kann jetzt vielleicht noch die Stichlänge für einen dickeren Stoff etwas größer machen, aber das ist Geschmackssache. Und wenn man sich die Fadenkette jetzt einmal ansieht, egal ob das jetzt der dicke Stoff ist, der Kantenfaden läuft genau da, wo er sein soll, ob es der Organza-Stoff ist, oder halt andersrum. Entschuldige. Oder ob es hier mein Baumwollstoff ist. Wir haben immer eine passende Fadenspannung. Ja, das ist toll. Ich bin da auch jedes Mal begeistert. Aber es ist ja tatsächlich, ab der Victory haben ja alle Babylock-Maschinen dieses ATD, diese automatische Fadenzufuhr. Jawohl. Und das ist genial. Und das Schönste daran ist, es ist halt kein Schrittmotor. Es ist eigentlich keine Elektronik, die dahinter steckt, sondern es ist reine Mechanik, die hier arbeitet. Das heißt, das sind, um genau zu sein, Fadenzüge, Bautenzüge, die da arbeiten. Und das ist halt cool, weil es hält über Jahre hinweg. Es hat euch keinen Verschleiß. Es ist nicht anfällig für irgendetwas, sondern ihr habt einfach immer ein schönes Nahtbild. Und das macht natürlich schon wirklich Freude. Und zwar egal, ob du jetzt, so wie wir, vielleicht sehr regelmäßig an der Maschine sitzt oder auch nur sagst, ich hole die Maschine mal raus und ich will was machen. Ich habe es mir hier mal zur Seite gelegt. Dann gibt es ja immer so eine Schnelleinfädelhilfe. Das heißt, ihr wisst nur noch, für die drei Faden Overlocknaht breit brauche ich diese und jene Einstellung und meinen Stichhebel für die Fadenspannung stelle ich auf A. Das ist aber auch schon alles. Ihr müsst nicht auf den Wert 3, 4, 5, 7 und das bei allen unterschiedlichen Fäden machen. Ich erkläre es gleich. Ja, entschuldige, ich bin so begeistert, es tut mir leid. Ich bin so begeistert. Ja. Genau, also wir haben jetzt ganz normal vierfädig genäht und genau, Felix, das ist nämlich auch das, wie weiß denn die Maschine, was ich jetzt hier eigentlich machen will? Und genau das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir haben hier an der Seite einen Nahtwahlhebel, das ist das, Felix, was du vorhin gerade hier mit der Tafel auch angesprochen hast. Und dieser Nahtwahlhebel sagt mir, okay, auf A nähe ich breite Nähte, auf B nähe ich die schmäleren, C und D sind vielleicht Rollsäume oder Rollnähte. Fertig. Mehr musst du nicht. Kein ganzes Alphabet. Kein ganzes Alphabet. wir haben gerade eine vierfädige Naht gemacht, haben wir gesagt, okay, zum Zusammennähen ja alles wunderbar. Aber wir wollen natürlich jetzt vielleicht auch mal schnell was kräuseln. Und kräuseln kannst du mit deiner Gloria, wenn du sagst, das wird jetzt hier vielleicht mein Kleidchen, ganz super. Indem wir natürlich unser Differential nach oben bewegen. Und schon können wir mit unserer vierfädigen Naht eine wunderschöne Kräuselnaht machen. Wahnsinn. In Arbeitsgang.
in einem Arbeitsgang fix und fertig. Und wenn mir jetzt einfällt, die Kräuselung passt vielleicht noch nicht so ganz. Du hast jetzt auch keinen anderen Fuß verwendet. Du hast jetzt einfach Nein, das ich mache jetzt alles mit demselben Fuß. Wahnsinn. Wir wechseln nur einmal den Fuß heute. Dann können wir natürlich unsere Kräuselung jederzeit auch noch so anpassen, wie wir das für unsere Taille, fürs Kleidchen brauchen. Und wie machst du das? Indem ich ganz einfach die Nadelfäden mir rausnehme. Mhm. Meine Nadelfäden sind die. Die weißen? Die weißen, in dem Fall? Ganz genau. Und an denen ziehe. Ah, okay. Und das Ganze können wir dann eventuell mit einem Bündchenstoff versehen. Bündchenstoff kennt, glaube ich, auch jeder, ganz klar. Braucht man ganz viel. Ist ja genau der Anwendungsbereich eigentlich, dass du sagst, ich möchte jetzt eine schöne Kinderkleidung oder ähnliches nähen, dann brauche ich ja das beides. Und unsere Kräuselnaht ist natürlich nur eine Hilfsnaht, ganz logisch. Die schneiden wir jetzt nämlich größtenteils wieder weg. Die soll ja nirgendwo rausschauen. Mhm. Das ist nur eine kleine Hilfsnaht. Legen uns den Stoff schön unten drunter. Das Bündchen wird bei dieser Arbeit natürlich immer etwas gespannt. Und dann ist das Kleidchen gleich mal fertig. Schön. Wirklich einfach. Schön und sehr einfach, ja. Ohne irgendwie viel machen zu können oder machen zu müssen. Aber der Felix wollte ja nicht nur die Vierfadennaht sehen. Nein, Vierfaden haben wir schon gesehen. Vierfaden haben wir jetzt gemacht. Jetzt noch die Dreifadennaht? Eine Dreifadennaht, jawohl. Und dazu brauchen wir natürlich aus unserem Zubehörkästchen das rechts an der Maschine ein Geheimfach unterhalb der Garnrollen ist. Ist auch praktisch, vor allem, weil viele haben das ja vorne im Deckel. Aber das ist eher manchmal ein bisschen störend vielleicht. Oder es kann auch mal was rausfallen. Und so ist es halt wirklich schön sauber aufgeräumt. Da ist auch ein Ersatzmesser mit dabei, das weiß ich. Dass man zur Not auch das mal ohne weitere Kosten erstmal tauschen kann. Ist ja schon auch sehr praktisch. Weil das, was bei Overlock-Maschinen verschleißt, sind Messer. Sehr häufig. Das ist so das Einzige. Oder eine der wenigen Sachen. Ich habe jetzt meiner Maschine die linke Nadel entfernt. Mhm. Lass nur die rechte Nadel drin. Wir wollen jetzt eine schmale, dreifädige Versäuberungsnaht machen. Okay. Das heißt, wir brauchen natürlich auch den ersten Nadelfaden nicht. Mhm. Wenn wir mit einer dreifädigen Naht arbeiten, wir haben gerade davon gesprochen, machen wir einfach mit unserem Nahtwahlhebel die Position B. Mhm. Und damit weiß Mehr nicht. Ich, nö. Und damit weiß ich schon mal, was ich tun muss. Wir haben nämlich nicht zu viel Faden übrig, sondern wir haben genau passend die richtige Menge wieder. Felix, du kannst noch was zur Technik sagen. Ich glaube, das weißt du ja auch. Oh, was darf ich sagen? Und zwar diese kleinen Schrauben. Die das ist was Besonderes. Fallen manchmal runter. Naja, oder eben auch nicht. Die nicht gesichert sind. Genau. Oder eben auch nicht. Bei der Gloria ist es ja was Besonderes. Die haben eine Sicherung. Also man kennt das, weil alle Nadelschrauben bei den meisten Overlock-Maschinen oder auch Cover-Maschinen, die sind ja natürlich einer wahnsinnigen Bewegung ausgesetzt. Jetzt wollt ihr die Nadel wechseln, schraubt quasi oben einmal auf. Das sind dann meistens halt so ganz kleine Madenschräubchen. Und wenn ihr hingeht und die loslöst, die Nadel rausnehmt und dabei vergesst, sie wieder festzuschrauben, die Schraube, dann passiert es, dass die rausvibriert und ihr sie suchen müsst. Und die sind ja sehr klein. Das heißt, das zieht häufig dann den Kauf einer neuen Schraube nach sich, die du erstmal bekommen musst. Und das ist hier, das hat Babylock sehr schlau gelöst, eigentlich total einfach. Und die haben im Endeffekt einfach nur eine Sicherung davor gebaut. Das heißt, ihr könnt die lösen, nehmt die Nadel raus, lasst die Schraube offen und ihr werdet nie diese Schraube verlieren. Genau, sehr gut. Dreifädig? Mhm. Dreifädig versäubern. Ich habe jetzt praktischerweise ja schon mein schönes Garn drin. Das heißt, wir möchten jetzt dieses Kleidchen, stellen wir uns mal vor, dieses Kleidchen, nicht mühsam mit der Nähmaschine zweimal umnähen. Mhm. Und dann wird es vielleicht gar nicht schön, weil es vielleicht auch noch rund geschnitten ist, der Stoff. Mhm. Sondern das machen wir gleich mit unserem dreifädigen Versäuberungsstoff. Und vielleicht einem schönen Garn. Und wenn wir sagen, naja gut, aber das ist jetzt für dieses feine Kleidchen vielleicht noch zu dick. Ja. Was machen wir dann? Dann machen wir einen Rollsaum oder eine Rollnaht. Ja, aber du hast jetzt einfach umgestellt. Ich habe einfach nur auf C gegangen. Bin jetzt von B auf C gegangen. Und wir haben hier eine kleine Einstellung in der Stichlänge. Okay. Wir waren bisher in den Standardstichlängen. Ja, wir haben ja bisher nichts verstellt. Wir haben gar nichts verstellt. Ja, genau. Genau. Mhm. Und gehen jetzt auf den Rollsaumbereich, damit die Maschine einfach noch enger rollieren kann. Mhm. Über den Rollsaumbereich, also über diesen über diese kleine Rolle, kann man die Stichzunge bewegen. Ah, okay. Und deswegen hat sie jetzt die Möglichkeit, den Stich noch enger zu gestalten. Das hängt immer ein bisschen von deinem verarbeiteten Garn ab.
muss vielleicht gar nicht gar so eng sein, weil ich habe ein relativ dickes Garn gewählt. Und dann haben wir. Mhm. Und das Ganze, Felix, du darfst mir mal bitte mein grünes T-Shirt geben. Das Ganze. Also ich habe ein blaues, ich also habe ein beiges, ein buntes. Ne? Dieses hier. Sind alle bunt. Sind alles die selbst gemacht. Genau. Und genau hier. Das ist zum Beispiel dann auch der Effekt, wenn man in einem T-Shirt, gerade vor allem eben im Jersey-Bereich, hier solche Abschlüsse machen möchte. Ja, ist toll. Zum Beispiel mit einem Glitzergarn. Ob ein T-Shirt oder ein Kleidchen oder alles, was du so machen kannst. Egal was, Ärmelabschlüsse, ist im Grunde genommen immer dasselbe, was man in dieser Art ganz schnell verarbeiten kann, ohne sich lange Gedanken machen zu müssen. Also langsam verstehe ich, wofür man sie braucht. Für alles. Eigentlich. Nein, nicht alles. Nein, stopp. Da muss ich jetzt widersprechen. Die Basis ist immer noch eine gute Nähmaschine. Also das wäre schon wichtig. Aber eine Overlock ist natürlich einfach für ihren Fachbereich, für dieses... Tatsächlich, wir kriegen diese Frage ab und an, Conny, du weißt das auch. Da heißt es dann, ja, brauche ich dann nur eine Overlock, weil die kann ja so viel. Ja. Das stimmt aber auch nicht ganz. Eine Overlock kann euch keine Knopflöcher nähen, eine Overlock kann euch die Jeanshose nicht am Ende so verarbeiten, wie es soll. Ihr habt einfach viele Anwendungsbereiche, egal ob das eine Tasche ist oder was ihr sonst so gerne nähen möchtet, da könnt ihr die Overlock nicht unbedingt dafür nutzen oder sie ist nicht, ich sage jetzt mal so, angenehm, ganz wenn man genau, sich das vorstellt. Richtig. Ein Reißverschluss einnehmen mit der Overlock wäre sehr spannend, genau. Zum Beispiel. Oder widersprich mir. Nein, okay. Du hast vollkommen richtig erfasst. Also alles für seinen Zweck. Aber eine Overlock ist eine geniale Ergänzung. Das ganz muss man genau, schon sagen. Richtig. Oder in dem Fall eben eine Coverlock. Wenn es so einfach geht wie hier. Ja, das ist schön. Und wir haben ja am Anfang gesagt, es ist nicht nur eine Overlock, sondern es ist ja auch eine Coverlock. Mhm. Also was macht eine Coverlock? Weil du müsstest ja, wenn du jetzt hier zum Schluss schön deine Sachen zusammengenäht hast, alles ist fix und fertig, aber du müsstest im Endeffekt ja unten irgendwo einen Saum machen. Ich muss den Abschluss irgendwo machen. Ja, genau. Den Abschluss machen. Mhm. Viele, die natürlich nicht die Möglichkeit haben, weil sie keine Cover haben, gehen dann mit einer Zwillingsnadel in die Nähmaschine. Ja, häufig etwas schwierig. Ist immer ich so. Ich rate dann eher zu den Sichtcovernähten, weil ich das immer ganz, ganz schön finde. Ja, genau. Ist nur manchmal schwierig, weil je elastischer ein Stoff wird, desto schwieriger ist im Grunde genommen eine schöne Naht hinzubekommen. Ja, das stimmt. Das dehnt sich zu sehr aus, das sieht einfach nach nichts aus. Wir haben halt heute unheimlich viel Elastan in der Kleidung, das merkst du einfach. Genau. Ist ja auch schön und angenehm zu tragen. Und das Umstellen, also nicht umbauen, sondern umstellen meiner Gloria von ganz normalen Overlock-Nähten auf Covernähte ist auch kein Kunstwerk. Und da habe ich jetzt einen Vorschlag. Jeder, der das, ich sage jetzt mal, im Detail sehen möchte, dem verlinke ich unser Video einfach gleich mal hier, weil wir haben das schon mal ganz genau aufgenommen. Okay. Aber für alle, die jetzt mal sehen wollen, wie einfach das wirklich geht, schweige ich mal ganz kurz, lenke dich nicht ab. Und du darfst uns mal zeigen, wie schön und angenehm dieses Umstellen wirklich geht. Okay, also noch sind wir ja im Grunde genommen in einer Naht, die etwas abgeschnitten hat. Wenn wir aber einen Saum nähen wollen, da muss ja was übrig bleiben, das muss ja stehen bleiben. Ich will vielleicht sogar mit einer Covernaht quer, Felix, du darfst mir mal noch das schwarze Shirt, das bunte schwarze geben, quer vielleicht über einen Stoff gehen. Oder am Halsbündchen das Ganze nochmal verzieren. Und dafür brauche ich die Covernähte, aber dafür brauche ich kein Messer. Mhm. Also wird das Messer mit einem kleinen Hebelchen hier nach unten versenkt. Mhm. Schritt 1. Schritt 1. Und was uns natürlich auch im Weg ist, wäre dieser Greifer, weil dann können wir hier auch nicht mit dem Stoff durch. Also den versenken wir auch nach unten. Der bleibt dann sozusagen in seiner Garage. Schritt 2. Schritt 2. Dann nehmen wir gleich mal das Füßchen ab. Also ich mache das gerne, ich nehme das immer ab, weil dann tut man sich leichter, wenn man die Nadel von der Overlock-Position auf die Cover-Position setzt. Mhm. Und das Füßchen ist zwar super, ist ein Metallfüßchen, wunderbar, aber fürs Covernähen liebe ich ein durchsichtiges Füßchen. Weil mit dem durchsichtigen Füßchen, so schaut es aus, habe ich den Vorteil, es ist wesentlich zierlicher. Ich komme also über kleine Runde oder durch kleine Rundungen viel, viel besser rundherum. Man muss sich ja auch so kleine Kinderärmelchen vielleicht vorstellen. Es ist wesentlich schmäler und es hat nicht diese Ecke hier im Füßchen, sondern es ist schön gerade. Also ich bleibe auch an keinen Nähten, die irgendwo natürlich vom Zusammennähen her da sind, hängen. Also deswegen bitte immer, wenn jemand Cover näht, durchsichtiges Füßchen ist immer von Vorteil. Man tut sich einfach leichter.
Das machen wir aber ganz zum Schluss hin. Ich habe gesagt, wir müssen als erstes mal die Nadeln umsetzen. Und wir tun uns ja leicht mit einfädeln. Wir schneiden alles mal ab. Holen uns die Fäden raus. Und stecken sie schön in unseren Abfallbehälter. Früher war es wirklich so, wie die ersten Overlocker, Overlock-Coverlocker kamen, war es relativ umständlich, eine Maschine von Overlock auf Coverlock umzustellen oder umgedreht. Man musste relativ viel beachten. Also ich habe heute zum Teil noch Kundinnen, die, wenn sie mal umstellen wollen, was sie aber nicht oft machen, immer noch kommen und sich das am liebsten machen lassen. Und das ist schade. Das ist einfach wahnsinnig schade, weil es muss leicht gehen. Und wir sind jetzt erst bei Schritt 3. So. Wir haben die Nadeln getauscht? Wir haben die Nadeln getauscht. Mhm. Und wir machen natürlich, so wie ich es gerade gesagt habe, unser Coverfüßchen. Mhm. Würde ich jetzt zumachen, käme ich hier mit meinem Stoff aber immer noch nicht durch. Mhm. Und dafür gibt es noch den kleinen Covertisch, der einfach getauscht wird. Und zwar schaut das Ganze dann nämlich so aus. Und schon habe ich 14 cm Breite. Mhm. Und genau deswegen liebe ich auch meine Gloria so. Es gibt Coverlock-Maschinen, die haben einfach weniger Platz. Mhm. Das geht schon, wenn man einen Saum näht, der 2-3 cm breit. Aber einen Saum oder einen Zierstich, den ich irgendwo mittendrin haben will, oder eine schräge Naht, die ich hier verbunden haben will, geht nicht. Weil du hast einfach den Platz nicht. Verstehe ich, ja. Also, auch das. Und was machen wir noch? Wir fädeln gleich mal noch was anderes ein. Wir haben bisher die Overlock-Fäden genutzt, was super ist, würde ich auch immer empfehlen, ist ein 125er Garn. Du kennst es, den Aerolock. Von der Stärke also noch etwas feiner ist das. Ein bisschen feiner. Oder eben auch die Bauschgarne, die noch weicher sind. Aber wenn ich jetzt sage, ich bilde mir jetzt ein, ich muss jetzt passend zu meinem pinkfarbenen Deko-Garn auch eine pinkfarbene Naht haben, also auch für die Nadeln, dann kann ich natürlich auf die Schnelle auch mal ganz normale Nähfäden benutzen. Das ist praktisch, vor allem bei Madeira ist das ja dann 120, das heißt von der Stärke nimmt sich es nahezu nichts. Und du musst halt nicht diese großen Konen kaufen, die zwar insgesamt günstiger sind, aber natürlich nicht die Kone, weil da halt trotzdem 2.500 Meter drauf sind, die ich natürlich irgendwo bezahlen muss. Und so kaufe ich lieber die kleinen Rollen, kann die auch in der Nähmaschine nutzen, ist schon richtig, praktisch. Genau. Oft hat man sie ja sowieso von der Nähmaschine und deswegen, warum nicht? Was auch ganz praktisch ist, oben hier am Fadengalgen sieht man auch die Positionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Nadeln C2 und C3, das steht hier ganz klein, auch da, eingefädelt, eingesetzt habe und die einfädeln möchte, sehe ich natürlich auch sehr schön hier oben, wo ich dann mit meinem Faden durchgehe. So, dann fädeln wir mal wieder ein. Das gleiche im Grunde genommen, nur jetzt. Im Außenbereich, rechts und links, das sind nämlich meine Fadenspannungen, die ich für die Cover brauche. Und wir haben ja wieder unsere Lufteinfädelung, weil wir fädeln nicht von Hand ein, sondern wir nutzen wieder die Lufteinfädelung. Den etwas dickeren Faden nehmen wir für den Covergreifer. Also jede Kombimaschine hat quasi drei Greifer. Und man sieht hier auch dieses CL für den Cover-Looper, der hier außenrum eingefädelt wird. Nach Möglichkeit, ohne ihn irgendwo zu verhängen. Man sagt ja auch im Deutschen Kettstich, oder? Also der Chain-Looper? Nein. Kettstich? Ja, nein? Ja, der Kettengreifer, aber der Kettenstich ist noch mal was anderes. Ah, okay, entschuldige, ich wollte nichts durcheinander werfen. Also der Kettenstich, den kannst du genauso machen und der sieht auch super aus. Aber der wird nur mit einer Nadel genäht. Ah, das war das. Okay, ja. Der wird nur mit einer Nadel genäht. Also ich habe jetzt mal zwei eingesetzt. Mhm. Du könntest natürlich auch drei einsetzen. Okay. Dann hast du eine noch breitere Covernaht. Mhm. Die Zweier ist halt immer eine ganz elegante Geschichte für alle Abschlüsse, egal ob das jetzt... Das ist so das, was man häufig einfach auch sehen möchte, oder? Jemand anders sagt vielleicht, ich möchte das noch etwas massiver haben. Mhm. Der macht halt die dritte Nadel auch noch. Gut, dafür ist ja dann auch irgendwo das Anlernen bei uns da, dass man solche Sachen einfach in Ruhe dann auch nochmal zeigt und auf die Details eingehen kann. Auch im Schulungskurs. Stimmt, weil da näht ja jeder selber im Grunde genommen das Ganze nochmal. Wir fädeln jetzt oder wir lassen jetzt den Covergreifer einfädeln. Oh, da habe ich eine wichtige Geschichte, das ist ganz lustig. Wenn es euch passiert, dass ihr den Covergreifer einfädeln möchtet und ihr denkt, da kommt ja gar kein Faden raus. Und glaubt mir, das ist mir schon passiert. Dann macht man sich Sorgen, oh Gott, nein, es klappt irgendwas nicht, der Faden ist jetzt in meiner Maschine.
Conny, du magst uns verraten, wo er ist? Ich hoffe, er ist angekommen. Ich habe ihn durchgepustet und er sollte auf der linken Seite hier in unserem Aufhangbehälter erscheinen. Und das ist ganz sinnvoll. Also tatsächlich macht das einfach Sinn. Der Faden rutscht dann hier schön in dieses kleine Auffangbehälterchen rein und du musst auch nichts mehr damit machen. Genau. Der ist einfach nur dann dort vorhanden und das reicht auch. Richtig. Und weil wir jetzt schon gerade offen haben, ist natürlich toll, weil wir können selber alles sauber machen. Ja. Alles, was beim Overlock nähen, Fusseln sammelt oder so, kann ich selber hier raussaugen, kann selber meine Gelenke hier ölen, die wichtig sind. Da haben wir auch schon ein Video dazu aufgenommen. Auch schon. Verlinken gut. Wir euch gleich wieder hier mit oben drin, wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr eure zukünftige Maschine oder eure vielleicht jetzt schon in Besitz befindliche Maschine reinigt. Schaut euch unbedingt unser Video mit an. Wir legen euch das auf jeden Fall hier noch mit oben rein, dann findet ihr es. Gut, kann ich die Klappe wieder zumachen? Ja, bitte. Wunderbar, warte mal. Warte, dein T-Shirt. Da steckt was dazwischen. Genau. Okay, also den Covergreifer haben wir eingefädelt. Wir haben gesehen, der ist hier angekommen. Ja. Ist auch wichtig, wirklich gucken, ob er angekommen ist. Mhm. Weil es kann wirklich sein, dass du zu wenig Faden vorgegeben hast und dann kommt der nicht an, dann fehlen dir am Anfang ein paar Stiche. Mhm. Ja? So, dann wollen wir ja auch noch die Nadeln einfädeln. Holen uns natürlich wieder unseren Einfädler. Jetzt sitzen die Nadeln etwas weiter voran und wir können sie einfädeln. Was noch zu beachten ist, wenn wir vorher Overlock genäht haben, natürlich hier das Hebelchen auf Cover umschalten, weil sonst pustet sie einfach nicht so. Dann können wir noch den zweiten mitnehmen. Und alle Fäden sind schon wieder da, wo sie sein sollen. Und ich würde fast sagen, wir haben jetzt 5 Schritte gebraucht. Also ich sage jetzt mal, einfädeln ist für mich einer. Ja, einfädeln ist für mich einer. Aber wir haben 5 Schritte gebraucht. In diesen 5 Schritten hast du jetzt komplett umgebaut. Ja. Oder umgestellt, wenn man das so sagen darf. Also es hat länger gedauert wie normal. Ich habe es auch nicht geschafft, den Mund zu halten. aber war interessant, ja. So, jetzt sind wir schon fertig für die Covernähte. Mhm. Wenn wir, was nehmen wir denn? Ein Stöffchen nehmen und wollen so eine Covernaht machen. Dann gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder ich nähe das Ganze von der Seite, also im Grunde genommen von der linken Seite. Was passiert dann? Dann hast du den Dekofaden auf der Innenseite. Oberseite. Auf der Oberseite. Auf der rechten Seite. Sagen. Also wenn ich so reinlege, ja, dann ist ja der dicke Faden, der so wie jetzt auf meinem schwarzen Shirt da, massiver rauskommt oder im Bauschgang, wäre jetzt quasi auf der Oberfläche. Okay. Wenn ich das nicht will, wenn das etwas unscheinbarer aussehen soll, dann lege ich so hin. Okay. Dann habe ich jetzt nur da 2 gerade Nähte, die könnte ich natürlich auch mit weißem Faden machen, dann sieht man es nicht. Gerade jetzt auch mit den Säumen ist es einfach schön, wenn man wieder den Kniehebel benutzen kann, weil man hat beide Hände frei. Mhm. Füßchen ab und es kann losgehen. Stichlänge so zwischen 3 und 4, würde ich sagen, ist bei der Cover immer recht gut. Und was auch noch das Besondere an Babylock ist, ihr kennt es vielleicht, wenn man über den Stoff hinaus näht. Mhm. Normalerweise bildet diese Maschine keine Kette, sondern du hast lauter einzelne Fäden, die dir vielleicht sogar auch mal an einer Stelle abreißen. Babylock macht immer eine Fadenkette. Aus dieser Fadenkette kann man auch richtige Ketten machen. Mhm. Perlen schönes auffädeln. Nebenprodukt. Ja, Perlen auffädeln, fertig. Ja. So, stimmt, und dann haben wir unsere Covernaht genäht. Vorne mit den ganz normalen geraden Nähten. Mhm, so wie es sein soll. Unheimlich elastisch, bringt keine Zwillingsnadel in der Nähmaschine hin. Das stimmt, ja. Und auf der Rückseite eine super Dekonaht, die ich natürlich auch, wenn ich es jetzt andersrum haben möchte, auf die Vorderseite setzen könnte. Ist ja auch ein toller Effekt, mit dem man irgendwo spielen kann. Ja, genau. Und da kommt dann schon auch wieder unsere Applikationsschere ins Spiel. Mhm. Stimmt. Weil, also ich bin jetzt kein Freund davon, zu versuchen, eine Covernaht wirklich auf die Kante zu setzen. Okay, warum? Weil gerade bei einer schmalen Covernaht hat man immer das Problem, man rutscht vielleicht mal runter. Mhm. Also bei mir muss es immer schnell gehen und ich lege halt meinen Saum um und nähe dann einmal drüber. Und wenn es nicht exakt ist und du rutscht runter, darfst du auftrennen. Mhm. Das ist schlecht.
gehe ich im Nachhinein hin, lass lieber einen halben Zentimeter mehr stehen, nutze meine Applikationsschere und fahre dann schön einmal hier entlang. Habe ich einen sauberen Schnitt und nicht die Gefahr, dass ich irgendwo daneben gerutscht bin. Das ist wirklich praktisch. Es ist ganz schön und ganz praktisch, weil du halt einfach schön sauber anlegen kannst und dann nicht, ja, deinen Stoff beschädigst und vor allem sauber an der Kante auch arbeitest. Da hast du schon recht. Cool. Und ob du nun eine zweifädige machst, eine dreifädige oder wirklich nur einen Kettenstich, wirst du den auch noch sehen. Magst du mir zeigen? Ich zeig dir. Ich finde, heute machen wir es mal. Heute machen wir es vollumfänglich. Heute machen wir es vollumfänglich. Ich klaue ihr jetzt noch eine Nadel. Kleiner Tipp: Nicht erst den Faden abschneiden. Mhm. Weil falls die Nadel doch aus den Fingern rutscht, fällt sie unten rein. Faden dranhängen lassen, dann hast du auf alle Fälle immer die Nadel noch in der Hand. Griffbereit, ja, das stimmt. Den Faden haben wir nicht mehr, weil wir haben jetzt nur noch eine Nadel. Und wir machen einen Kettenstich. Und ein Kettenstich ist eine ganz tolle Geschichte. Der schaut ähnlich aus wie ein Geradstich. Mhm. Aber ich nähe ihn mal andersrum, damit man es noch besser sieht. Bei einem Geradstich, der wird ja nicht dehnbar. Ja. Du darfst mir noch ein T-Shirt geben. Und zwar welches möchtest du? Ja, warte. Ich finde, ich bin ein guter Hiwi. Du bist sehr gut, so. Wunderbar. Ja, ja. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel den Kettenstich. Der ist auch mit einem Dekogarn genäht. Und der hat den riesen Vorteil bei diesem Viskose-Stoff, Viskose-Jersey, dass der unheimlich dehnbar wird. Schaut aus wie ein Geradstich, aber wird unheimlich dehnbar, ja, und Wahnsinn. Ist im Verhältnis, stimmt, sehr dekorativ. Kannst du mit keinem Geradstich einer Nähmaschine so absteppen? Nein, Material. Nicht vergleichbar, das stimmt. Klasse. Das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Na siehste, habe ich dir vielleicht auch noch was erzählt? Was Ach, du immer. Nicht wusstest. Immer, immer. Schauen wir mal, ob es schön wird. Sind sehr, sehr dekorative, sind sehr dekorative Naht, ja. Nähte. Und eben, wie gesagt, auch wahnsinnig schön dehnbar. Mhm. Ich habe den Eindruck, wir sind so am Ende angekommen. Es gibt noch viel mehr. Ich würde gerne mit dir noch eine Sache zusammenfassen. Wenn du jetzt mal sehen müsstest, es gibt ja bei Babylock gibt es ja insgesamt mehr Maschinen. Wir haben die reinen Overlock-Maschinen, beginnend mit der Inspire, über die Enlighten, nein, die Victory, die Enlighten, die Acclaim. Mhm. Und dann kommen ja die kombinierten Maschinen. Dann gibt es die Desire 3. Ja. Dann gibt es die Ovation und die Gloria. Genau. Wenn wir uns jetzt mal so ganz grob einfach ein Bild verschaffen möchten, wo würdest du die Unterschiede zwischen der Gloria und der Ovation sehen? Also die Ovation war lange bei uns auf dem Tisch als Topmaschine. War ja aber auch das Vorgängermodell. Genau, also, aus der Ovation haben die Ingenieure gelernt, was vielleicht noch so wünschenswert wäre. Und daraus ist die Gloria entstanden. Den Korpus teilen sie sich, oder? Also die Größe, das Innenleben, also dieser Platz, die Art und Weise, wie sie bedient wird, dieses Leichte, dieses Einfache ist genau dasselbe. Allerdings der Hebel zum Beispiel ist doch allein schon anders, oder? Also der Riesenunterschied ist, oder es gibt ein paar Unterschiede, der Hebel fürs Füßchen heben ist nach außen gewandert. Der war früher hier in der Mitte drin. Also bei der Ovation ist er in der Mitte drin. Nur man hat einen Schrägbandeinfasser erfunden, der wesentlich länger geworden ist. Heißt Doppelfaltschrägbinder, also der Name ist Programm, ist ein größeres Teil und da war einfach dieser Hebel hier in der Mitte im Weg. Ja, okay. Also ist er nach außen verlegt worden und das ist natürlich auch schön, weil er rechts ist. Eine Desire 3 hat zum Beispiel den Hebel hinten links. Das ist manchmal so eine Sache. Rechts ist halt einfach leichter zugänglich vom Nähen her. Du hast ja deinen Stoff, jetzt musst du loslassen, um den Hebel zu regeln. Ja, ja, richtig. Und ganz generell einfach der Kniehebel, den hat aber die Ovation schon. Okay. Noch ein Unterschied ist, die Ovation hat keine Lufteinfädelung für die Nadeln. Okay. Also auch das ist dazugekommen. Und das ist für viele einfach ein Kaufkriterium, weil Nadeleinfädeln halt einfach ein Thema für sich ist. Ja, verstehe ich. Vor allem bei Nadeln, die ja doch auch irgendwo, das sind da drei Stück, da zwei Stück, es sind ja mehr Nadeln. Und da gibt es einfach auch keine mechanische Einfädelhilfe oder so etwas. Und hier habe ich halt die schöne Lufteinfädelung. Und die Gloria hat einige Ösen mehr bekommen, um besonders dicke Garne. Ist ja auch ganz interessant, handeln. Okay. Also ich kann ein Wollgarn, ich kann ein Häkelgarn sogar mir hier in den Topf stellen. Also darüber, noch vielseitiger arbeiten. Genau, weil es diese Ösen gibt, durch die ich diese Garne laufen lassen kann. Und das sind auch wirklich tolle Effekte. Wollgarne, die
auch dann vielleicht ja aufgebürstet werden können und dadurch wie eine Fransenkante aussehen. Also das alles lässt sich hier noch leichter verarbeiten. Cool. Und was auch noch ein Kriterium ist, ist einfach das Licht. Mhm. Auch wenn man jetzt im Raum ein schönes Licht hat, wichtig ist immer die Ausleuchtung der Nähfläche. Ja, stimmt, die Maschinen machen sich auch selbst Schatten. Genau, sonst. Richtig. Und hier habe ich halt ein richtiges Lichtband, was einfach einen Kegel macht, wo ich noch heller, angenehmer arbeiten kann. Auch noch angenehmer arbeiten kann. Ganz genau. Also das nur mal so ganz grob. Du hast es toll zusammengefasst, finde ich absolut super. Ich habe versprochen, wir haben jetzt am Schluss für euch noch ein kleines Geschenk und ich würde euch gerne etwas schenken. Also der Conny kann ich nicht schenken, auch wenn es mir da sehr viel Freude gemacht hat. Ihr kriegt was anderes. Aber nein, ein Geschenk für euch alle, die sich hier die Videos anschauen. Wir wollen das auch einfach wertschätzen. Wenn ihr euch für so eine Gloria bei uns entscheiden möchtet, dann verspreche ich euch, schenke ich euch einen Trimbin dazu. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr müsst anrufen. Weil dieser Trimbin hat doch einen Wert von mittlerweile fast 40 Euro. 34,95. 35 Euro, ich runde 1 Euro auf, Entschuldigung. Also dieser Trimbin hat auf jeden Fall einen Wert und ich würde, wenn ihr möchtet, einfach als kleine Wertschätzung euch die Möglichkeit geben, das Geschenk zu bekommen. Was müsst ihr tun? Ganz einfach, ihr müsst anrufen oder mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Das wird nicht im Shop hinterlegt oder sonst irgendwie, sondern nur über das Persönliche auch weitergegeben. Und weist mich darauf hin, dass ihr das Video gesehen habt und wisst, dass ihr den Geschenk bekommt. Und dann bekommt ihr den auch von mir. Und Conny, möchtest du noch was sagen? Ja. Ist es klar, wie der aussieht? Weil wir haben ihn hier an der Wand hängen, dann könnten wir ihn noch kurz zeigen. Magst du ihn schnell zeigen? Ja. Na klar. Also, schau. Du hast recht. War ja alles sehr spontan, aber den würden wir euch gerne schenken. Wie gesagt, ein Wert von 34 Euro. Der wiederbefüllbare Behälter ist hier auch mit drin. Und den kriegt ihr von mir geschenkt, wenn ihr uns darauf ansprecht. Abschließend, Conny, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich hoffe, euch hat es auch viel Freude gemacht. Und wenn ihr wollt, dass die Conny euch mal noch andere Overlock-Maschinen vorstellt, sei das jetzt egal von Benina, sei das von Bennett oder vielleicht auch von Babylock noch. Es gibt ja noch 1, 2 oder 3, 4 interessante Dinge. Dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, teilt es uns mit im Laden. Wir freuen uns da immer riesig drüber. Und vor allem wissen wir dann auch, was ihr gerne sehen möchtet. Conny, vielen, vielen Dank. Okay, und hat auch Spaß gemacht, Felix. Ich hoffe, du konntest das auch genießen. Ja, mit dir immer. Das ist total schön. Also, tschüss.